Hallo, ich befinde mich gerade in der Türkei, in Istanbul, um genauer zu sein. Und ich bin eigentlich hier, weil ich mir meine Augen lasern lassen wollte. Aber das hat jetzt nicht geklappt, weil meine Augen entzündet sind wegen meiner Erkältung. Und ich hoffe, ihr versteht mich jetzt hier, weil es ziemlich laut ist. Jedenfalls ärgert mich das, dass meine Augen jetzt nicht gelasert werden konnten, aber dann vielleicht in 3 Monaten wieder. Und jetzt mache ich aber trotzdem mal das Beste draus. Weil ich meine, ich bin jetzt nicht so oft in Istanbul, deswegen ja, gehen wir jetzt so ein bisschen in die Stadt und gucken uns mal um. Und ich habe nämlich auch eine neue Kamera, und zwar die Canon Lecria Mini. Das ist so eine ganz kleine, handliche Kamera für unterwegs eben. Und ich dachte, ich teste das jetzt hier mit einfach mal. Und dann gucken wir, was der Tag noch so bringt. Ich habe übrigens gestern so komische Augentropfen bekommen, meine Pupillen erweitert haben. Deswegen bin ich jetzt hier auch mit meiner Sonnenbrille, weil mich das noch ziemlich blendet. Ist ungefähr nach 48 Stunden wieder weg, aber ja, das ist ja jetzt erst einen Tag her, deswegen tut es noch ein bisschen weh. Und ja, deswegen laufe ich jetzt hier. Es ist eigentlich ziemlich bewölkt noch mit Sonnenbrille. Also wir haben jetzt inzwischen schon den nächsten Tag. Mit dem perfekten Tag gestern war nichts, weil es einfach viel zu schlechtes Wetter war. Also es hat voll gestürmt und voll geregnet. Dann sind wir dann einfach nur noch so ein bisschen einkaufen gegangen, und das war es dann aber auch schon. Ja, und jetzt heute ist das Wetter immer noch nicht ganz so gut, aber ja, wir gehen jetzt trotzdem mal direkt ans Meer und gucken uns das mal an. Und ja, dann nehme ich euch dahin wieder mit. Wir haben das Meer gefunden. Ich liebe das Meer. Einkaufsstraße, und es ist so voll heute. Waren wir ja gestern auch schon. Hier am Taxiplatz. Ich zeig den euch mal.
Diese Tauben hier, die sind so lecker. Ich finde die echt den ganzen Tag essen. Mache ich jetzt auch gerade. Oh, ich nehme mir, glaube ich, auch ein paar mit, wenn ich wieder zurück nach Deutschland fliege, weil die so gut sind. Ja, jedenfalls war das jetzt das Video. Der Tag ist ja doch noch ganz schön geworden, also auch von der Sonne her. Und wir haben auch wirklich relativ viel gesehen dafür, dass wir halt echt nur den einen Tag jetzt Zeit hatten. Und ja, der Eindruck ist auf jeden Fall sehr positiv und ich möchte auf jeden Fall mal wieder hin und dann auch auf jeden Fall etwas mehr Zeit mitbringen. Aber wir waren jetzt ja in erster Linie nicht für Sightseeing da, deswegen, ja, aber dafür haben wir doch viel gesehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder in Deutschland. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.